Magdeburg bekommt mit der Spielzeit 2022-2023 mit Julien Chavard eine neue Generalintendanz für den Theaterbetrieb der Landeshauptstadt. Karen Stones Vertrag endet und sie will sich in den Ruhestand verabschieden. Noch hat sie jedoch den Hut im Opernhaus auf. Möglicherweise ein Grund dafür, dass man die Medienkonferenz des designierten Intendanten nicht eben da, sondern in der Johanneskirche abhielt. Schließlich wollte sich der neue Intendant den Medien vorstellen und sein zukünftiges Leitungsteam präsentieren. Und da gab es einiges an neuen Namen und Gesichtern zu vermelden. Denn eines wurde bei dieser Veranstaltung klar: Der neue Besen kehrt gut, und das bedeutete nicht nur für einige der bisherigen Leitungspositionen durchgreifende Veränderungen. Denn allein für die Leitung des Schauspielhauses wurden gleich 3 neue Chefs berufen. Für diese Sparte möchte ich nicht einen oder eine Schauspieldirektor, Direktorin präsentieren, vorstellen heute, sondern 3. Clara, Clemens und Bastian haben mich im Frühling ganz stark beeindruckt, mit einem starken, modernen und doch sehr persönlichen Theaterauffassung. Eine spartenübergreifende Kunstverständnis und eine sehr verantwortungsvolle Leitungsstruktur und eine Vision für ein starkes Ensemble. Es ist eine schwierige Kombination und die waren sozusagen in allen diesen Bereichen sehr vorbereitet und sehr überzeugend. Ursprünglich wurden die Bewerbungsgespräche nur mit Clara Weide geführt. Diese wollte jedoch nicht allein kommen und brachte mit Bastian Lomsche und Clemens Leander 2 alte Freunde mit, die nun gemeinsam für einen neuen Wind im Schauspielhaus sorgen sollen. Kontinuität wird es bei der Generalmusikdirektorin geben. Allerdings wurde Anna Skrylevas Vertrag ja auch erst 2019 geschlossen und er wird weiter gelten. Sie soll auch zukünftig den musikalischen Geschicken des Hauses vorstehen. Sie ist eine internationale befragte Dirigentin, auch in Magdeburg. Schon ganz erfolgreiche Produktionen, möchte ich Katja Kabanova, Turandot oder Titus erwähnen. Wie Sie es wissen, Titus kommt am Anfang der Spielzeit in die Schweiz. Und das ist vielleicht nochmals ein Signal von der Erfolg dieser Produktion. Dass die Personalie des Ballettdirektors als erste in Frage gestellt wurde, war seit längerem bekannt. Die schnelle Entscheidung des neuen Intendanten verführte manche Medien zu Spekulationen, dass Julien Chavard die Tanzsparte des Hauses gleich ganz schließen wolle. Doch dem ist nicht so. Der neue Ballettdirektor wird der Choreograf Jörg Mannes sein. Mit Jörg Mannes, meine Damen und Herren, gewinnt Magdeburg nicht nur eine sehr erfolgreiche und erfahrene Persönlichkeit der Ballettszene, aber auch einen international tätigen Künstler. Basiert auf die Klassik, Jörg Mannes dient die verschiedenen Genres des Balletts. Und seine Arbeit, seine Erfahrungen sind großartig. Seine Einladung am Bayerische Staatsballett in München für die Produktion Der Sturm und seine mehrfach Nominierung für den Preis Faust für seine Produktion Gefährliche Liebschaften in Hannover. Jörg Mannes war lange Jahre in Hannover am Staatsoper als Ballettdirektor tätig. Auch zu künstlerischen Plänen ließ sich Julien Chavard ein. Allerdings noch nicht sehr konkret, eher eine grobe Richtung vorgebend. Hauptziel sei es, mehr junge Zuschauer als bisher für Oper, Operette, Tanz und Schauspiel zu begeistern. Und das will er vor allem durch die Verpflichtung junger Schauspieler und junger Regisseure erreichen. Noch was, es kommt am Anfang von der neuen Spielzeit 2022 ein großes Theaterfest, das jetzt alle Sparten involviert. Mehr möchte ich dazu nicht natürlich sagen, aber damit Sie wissen, das Theater wird sich in der neuen Intendanz festlich sozusagen eröffnen.
Im Mai zur nächsten Spielzeitpressekonferenz soll es dann konkreter werden. Nur eines steht wohl jetzt schon fest. Für alle, die hofften, dass auf dem Domplatz die Zeltstadt des Theaters zum Sommer-Open Air endlich Geschichte wird, sei gesagt, an diesem Programmpunkt soll nicht gerüttelt werden. Denn da plant man bereits für 2023.